Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt und zwar geht es diesmal um das Spiel Reigns. Reigns ist aus dem Jahre 2016, hat mittlerweile sogar einen Nachfolger bekommen, Reigns Her Majesty, und wir spielen in diesem Spiel einen König. Es ist ein sehr simples Spielprinzip. Wir treffen Entscheidungen, wir sind ein König und müssen uns an diesen vier hier oben zu sehenden Kategorien orientieren. Das ist Glaube, die Bevölkerung, Macht und Geld. Und sobald wir von einem zu viel oder zu wenig haben, ist das Spiel vorbei und wir sterben und werden als neuer König wiedergeboren. Wir treffen Entscheidungen, indem wir einfach nur nach rechts oder nach links wischen, ganz nach dem Tinder-Prinzip sozusagen. Das Spiel kostet bei Steam 2,99 regulär, im Steam-Sale sogar 50% reduziert, dann kostet es noch ganze 1,50 €. Ich denke mal, es wird ein recht kurzes Projekt werden. Ich freue mich jetzt aber auch schon länger auf dieses Spiel und ja, mal gucken, wie viele Folgen es am Ende werden. Wir fangen einfach mal an. Ich habe es bisher auch nur einmal gestartet. Ah ja. Und wir sehen hier, wir sind König Georg. Wir sollen mindestens 5 Jahre regieren. Das ist so eine Quest, die wir bekommen haben. Und wir fahren mal fort. Ich habe es, wie gesagt, auch noch gar nicht gespielt bisher. Nur einmal jetzt gestartet, um die Lautstärke und so weiter einzustellen. Wir sind im Jahre 603 und wir werden hier gefragt, seid ihr der junge König? So, und wir können jetzt hier entweder ja oder nein sagen. Und naja, wir sind König, oder? Wir sind hier König Georg. Ja. Man hat, genau, ihr seht das also, wie es funktioniert. Also man macht hier immer nur hin und her. Und trifft so Entscheidungen. Wir haben ab und zu mal ein paar Quests, die wir bekommen. Und es wirkt sich dann später auf diese vier Kategorien aus. Ihr habt mich also vom Thron verdrängt und für alle Zeiten in dieses Verlies geschickt. Das ist der Geist der Gefallenen. Bestimmt. Ach ja, und man bekommt immer Karten und die werden dann zufällig hier gezogen. Das werden wir gleich sicherlich auch noch sehen. Nun, jetzt habt ihr den Schlamassel am Hals. Viel Glück damit. Die sind alle ziemlich verrückt, wisst ihr? Was? Wer? Was? Versucht einfach, ein Gleichgewicht zwischen den vier Mächten zu wahren, um euren Kopf zu behalten. Nein. Was passiert, wenn wir Nein sagen? Der Geist sieht euch nachdenklich an und verschwindet. Ihr kehrt in den Thronsaal zurück. Das haben wir geschafft. Gur Sakuya, die Taube. Wem gehört dieser Vogel? Oder danke, wem gehört dieser Vogel? Ein Erdbeben hat große Teile der Hauptstadt zerstört. Die Stadtwache erwartet eure Befehle. Pater Patrick. Rettet die Opfer oder verhindert Plünderungen. Wir sehen, es hat oben jetzt entweder einen starken Ausstieg auf das Geld und einen kleinen auf die Bevölkerung. Wir wissen nur nicht, ob nach oben oder nach unten. Und dies beeinflusst drei Sachen. Tja, entweder wir retten die Opfer oder wir verhindern Plünderungen. Ich würde sagen, wir retten einfach mal die Opfer. Oh, das kostet Geld. Tumaduru, das Königreich im Süden, behauptet, ihr wärt mit ihrer Prinzessin verlobt. Lehnt ihr ab, könnte es Krieg geben. Okay, wie sieht sie denn aus? Nein oder ja? Verlobung kostet sicherlich Geld, das heißt, wir sagen nein. Wir möchten für die Bildung des Volkes sorgen und eine Schule in der Hauptstadt errichten. Kostet sicherlich Knete? Nein. Geht hier sicherlich Kirche ein bisschen runter und Bevölkerung runter? Ja. General Arnulf von Dover. Der Konflikt erbittet Hilfe im Konflikt mit dem Westen. Entsenden wir Soldaten als neutrale Beobachter? Sie zahlen. Oh ja. Ja. Unbedingt. Wir brauchen Geld. Und wir haben es geschafft. Der Junge reagiert mindestens 5 Jahre. Sehr schön. Quest erfüllt. Wir sollten das Königreich im Süden angreifen. Es wird mit jedem Tag stärker. Moment, bin ich nicht mit der verlobt? Nein oder ja? Ich denke mal, bei ja geht das hier hoch an Macht, oder? Komm, wir greifen an. Oh, geht runter. Okay. Der Erzbischof von Ostwald. Die Bauern rebellieren. Große Gruppen plündern die Hauptstadt. Euer Herr ist machtlos. Schließt die Burgtore.
Oder verstärkt das Heer? Verstärkt das Heer wird sicherlich das Geld runternehmen, aber vielleicht den hier erhöhen. Ich hoffe mal, der wird erhöht. Ja. Unsere Soldaten waren übereifrig. Jetzt befinden wir uns im Krieg mit dem Süden und dem Westen. Oh je. Okay, wir haben Krieg im Süden und Krieg im Westen. Bringt die Armee zurück? Nett. Nett, okay. Wir bringen die Armee mal wieder zurück. Vielleicht geht auch das Geld wieder ein bisschen hoch. Oh nein, es geht runter. Eure Soldaten verlangen von einigen Priestern und ihrer Gemeinde Schutzgeld. Beendet das. Ja? Nein. Okay, wenn wir Nein sagen, geht das runter, dann sind wir hier weg. Und wenn wir Ja sagen, geht das sicherlich runter. Ah, komm, wir beenden das mal. Oh, knapp ist es. Ja, der General. Lüge! Wir fordern nur das Geld ein, das Sie an die Krone entrichten müssen. Ihr seid zu nachsichtig mit ihnen. Senkt die Steuern? Also gut. Dann geht die Bevölkerung runter. Wir senken die Steuern. Ja, sehr schön. Wuff, wiff, 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 wuff, Rex. Okay. Sitz. Einverstanden. Einverstanden? Sitz. Eure Festung ist zu schwach. Wir sollten einen neuen Turm bauen. Ja, dann haben wir aber kein Geld. Nein, nein, wir machen das nicht. Ah, oh, wir sind ja ganz schön am Abgrund. Der Erzbischof wieder. Ja, mit den Stimmen habe ich es versucht, aber irgendwie kann ich mir immer nicht merken, wem ich welche Stimme gegeben habe. Deswegen werden wir es einfach so weitermachen. Wir möchten eine neue Steuer für die Kirche erheben, die natürlich mit der Krone geteilt wird. Oh ja. Das gefällt mir. Oh, das geht aber groß. Nein. Nein. Junius Schandmaul. Wenn ihr ein Tier wärt, dann welches? Ein Löwe? Ja? Nein. Seltsam. Warum fragt er uns das? Ja, wir sind ein Löwe. In der Hauptstadt gab es eine Explosion. Wir wissen nicht, was los ist. Sollen wir die Stadttore schließen? Nein? Ja. Ist das jetzt gut oder schlecht, wenn wir die Stadt durchschließen? Kein Handel, sicherlich kein Geld. Also nein. Oh. Oh, Gottfried der Kühne. Majestät, Junius Schandmaul hat einen Löwen in den Straßen der Hauptstadt freigelassen. Dort ist die Hölle los. Ach, deswegen hat er gefragt. Entsendet die Armee, schließt die Burgtore. Entsendet die Armee. Pater Patrick. Oder Patrick. Wir könnten ein Problem haben. Ein Mönch hat seine Brüder gebissen und das greift rasch um sich. Was macht ihr denn da? Werwölfe? General! Ich glaube, es ist ziemlich egal. Komm, Werwölfe? Oh, Werwölfe. Nein, ich glaube nicht. Bezeichnet es lieber als schlimmen Mangel an körperlicher Bewegung. Vulva. Nun, wer ist denn Wulfa? Nein, ich glaube nicht. Bezeichne es lieber als schlimm. Okay. Ich. Euer Volk verhungert, Majestät. Der Brotpreis ist zu hoch. Nein. Senkt ihn um 50%. Ja, super. Ich glaube, hier haben wir noch einen Tacken mehr. Deswegen. Nein. Oh. Majestät, der König des Westens besucht uns. Welch eine Freude, oder? Langweilig. Ach komm, wir freuen uns. Wir sind eh gleich weg. Wir sollten ein großes Bankett veranstalten. Gute Idee. Hoho, das geht wieder hoch. Ganz schlechte Idee. Der König wird lieber jagen gehen. Nein. Dieser Besuch ist eine Ablenkung. Sie wollen einen unserer Provinzen angreifen. Sollen wir die Armee entsenden? Schon wieder die Armee. Nein. Oh, ach, das geht runter. Ich dachte, das geht hoch. Euer Volk ist ausgehungert und Unruhen breiten sich aus. Was? Und da ist es passiert. Die Burg wird geplündert. Euer Hofstaat zerstreut sich und ihr herrscht nur noch über Tauben. Gut, Tauben müssen nicht so viel essen. Die sind nicht so wienerisch. Okay, wir herrschen über Tauben. Der König ist tot. Georg der Junge. 603 bis 622. Hier haben wir was Neues. Aha, Porträtgalerie. 12 von 38 Charakteren getroffen.
einen erlittenen Tod von 29. Okay. Hier muss man so rüberwischen. Georg der Junge. Was haben wir noch? Porträtgalerie. Taten des Königs. Bestenliste. Auf Platz 1 mit 19 Jahren. Das ist ja, denke ich, gar nicht so schlecht. 29 Karten entdeckt. Kein Fluch oder Zauber. Kein magischer Gegenstand. Kein besonderes Ereignis. Nichts. Ja, das sind die Einstellungen, die man hier machen kann. Und dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Georg. Das war Georg. Und wir machen weiter mit Wilhelm. Gewinnt ein Duell, rekrutiert den Doktor und begegnet dem Teufel. Seid ihr der junge König? Nicht schon wieder. Oder ja? Komm, wir sagen wieder ja. Haha, war nur ein Scherz. Ich weiß, das haben wir schon durch. Das ist unser Fluch, versteht ihr? Nein. Wir werden uns an jeden einzelnen König dieser Dynastie erinnern. Jeden Kompromiss, jeden Tod, auf ewig. Wie? Es heißt, nur der Teufel werde uns die verfluchten Könige vergessen lassen. Aber existiert er überhaupt? Nein, er existiert nicht. Aber wir müssen ihm begegnen. Ein interessanter Mangel an Glauben. Ich wäre jedoch gerne frei. Ich auch. Ja, doch, ich auch. Immer wieder geboren ist, glaube ich, auch nicht das Ideale. Der Geist schwebt langsam davon. Auf jeden Fall alles sehr mysteriös hier. Toma de Roux. Möchtet ihr die junge Prinzessin eines benachbarten Königreichs heiraten? Nein? Ja. Ach komm, bestimmt. Die Bevölkerung im Norden ist abergläubisch und gottlos. Baut ihr mehr Kirchen? Nein. Ja, der Glaube wahrscheinlich sehr hoch und das Geld deutlich runter. Wir machen das mal. Also wird Wilhelm hier ein sehr gläubiger König vielleicht. Die Mündung des Tropfenflusses ist ein Sumpfgebiet und gefährlich für Reisende. Wir sollten es säubern. Nein, geht sicherlich Bevölkerung runter. Ja, geht Bevölkerung sicherlich deutlich hoch und das Geld wieder ein bisschen runter. Deswegen sage ich nein. Madame Grey, gehen wir zusammen aufs Frühlingsfest? Für eure Besucher könnte ich meine hübsche Freundin einladen. Ja, nein. Ja, wir sagen ja, geht die Kirche auch wieder ein bisschen runter, das ist vielleicht auch nicht schlecht. Die Wikinger greifen uns an, wir müssen unser Königreich im Norden verteidigen. Verteidigt unser Land? Greift sie an. Ja, ich habe keine Ahnung. Wir verteidigen unser Land und sichern damit unser Reichtum? Nein. Wieso geht denn das Geld runter? Der Feind will einen Friedensvertrag. Das ist die beste Methode, den Krieg zu beenden. In welchem Krieg geht's denn jetzt? Ja. Okay. Oh nein, der Narr schon wieder. Spielen wir eine Runde, roter Zwerg, Majestät? Zunächst mit kleinem Einsatz. Ich möchte euch nicht ruinieren. Gewinnt ein Duell. Ist das ein Duell? Aber wir können es uns nicht leisten aktuell. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Ihr müsst mehr Soldaten rekrutieren, aber da haben wir kein Geld für. Also nein. Hier mal wieder die Taube, Sakuya, oder den Vogel. Vielleicht ist es auch eine Taube. Die Nachricht lautet: Glaubt dem schwarzen Vogel nicht. Alles Schwindel. Warum? Oh, da ist der schwarze Vogel. Die Nachricht lautet, Sakuya ist eine Marionette übler Leute. Leider. Okay. Du kleiner Gauner, ich rupfe dich eine Feder nach der anderen. Warum? Was? Ja, versuch's doch, mein süßes, kleines, weißes Täubchen. Versuch's doch. Jetzt bin ich gerade. Ach, das ist Schicksal. Ho, he. Ach, machen wir ho. Beide Vögel sehen euch an und bemerken endlich eure Anwesenheit. Ha, gut gemacht, flatternder Dämon, ganz toll, jetzt weiß er's. Sieht euch an. Ist das Schicksal der Teufel? Wir sagen mal ja. Die ganze Zeit, in der ich sorgsam meine mächtigen Botschaften geschrieben habe, alles vergebens. Nein?
Ja, ich bin der wahre Verfasser der Botschaften. Aber hättet ihr einer Taube geglaubt? Ich denke nicht. Hört nicht auf ihn. Ich habe Beweise, dass er nicht mal in einem Nest der Burg geboren wurde. Oha. Nein. Alles Täuschung und Betrug. Ihr habt die Wahl, mein König. Nur ein Vogel kann bleiben. Welcher? Du oder der andere? Du laberst mir zu viel. Ach komm, wir nehmen mal den schwarzen Vogel. Schicksal. Der Entscheider. Wildschwarz oder weiß. Keine Ahnung, was das jetzt für Auswirkungen hat. Aber wer mir sagt, hier, glaubt ihm nicht. Das macht man nicht. Nein, 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 das macht man nicht. Deswegen ist das, denke ich, schon eine ganz gute Entscheidung. Peter Patrick. Pater Patrick. Ein heiteres Grüppchen, euer betrunkene, eure... Ein heiteres Grüppchen eurer betrunkenen Soldaten hat ein Kloster geplündert. Wir wollen Gerechtigkeit. Nein? Ja. Oh, wenn ich ja sage, geht das deutlich runter. Kann ich mir das leisten? Bei der Kirche eher. Also ihr seht, so Entscheidungen, ja, ich treffe dann doch eher hier nach Leben und Tod. Wobei man, glaube ich, auch die Aufgaben ein bisschen im Blick haben muss und dann auch eher mal eine Aufgabe erfüllt, als am Leben zu bleiben. In den Minen sind wir auf... Boon. In den Minen sind wir auf Gold gestoßen. Sollen wir tiefer graben? Ja, grab tiefer. Sir John. Herr, wir werden angegriffen. Bettler dringen in unsere Straßen vor. Was von Bettlern? Lasst sie in Ruhe. Werft sie hinaus. Werft sie raus. Okay, gefällt dem Volk nicht. Eure Kirche ist schwach und das Volk lästert Gott. Nein? Ja. Ja? Okay. Gebt uns genug Macht, um in eurem Land Gottes Recht durchzusetzen. Der Papst ist bereit, dafür zu bezahlen. Volk wird runtergehen, Macht wird runtergehen, denke ich. Hier ist es genau andersrum. Achso, ja? Nein. Genau, es wird genau andersrum sein. Ja, kommt, wir geben ihm mehr Macht. Oh, und Schicksal meldet sich zu Wort. Die Nachricht lautet, Insulaner bereiten eine Invasion des Königreichs vor. Das ist nicht wahr? Entsende die Armee. Ach, das geht runter. Ah, die Armee wird gegen einen Feind mobilisiert, der nie erscheint. Okay, wir dürfen dem schwarzen Vogel tatsächlich nicht trauen, habe ich so langsam das Gefühl. Majestät, ein Doktor hat das Leben meines Neffen gerettet. Fast wie durch Zauberei. Er ist jetzt hier. Ich bin beschäftigt. Lass ihn rein. Oh, Kirche. Kirche geht ziemlich hoch. Rekrutiert den Doktor. Wir müssen ihn reinlassen. Da ist er. Meister Arn de Villanova. Neue Karten bekommen. Die werden jetzt mit reingemischt und die Quest erfüllt. Ich bin Doktor. Alchemist. Giftmischer. Ich kann für das Leben Sorge tragen. Oder auch für den Tod. Konzentriert euch aufs Leben. Schön, dass ihr hier seid. Konzentriert euch aufs Leben. Braucht ihr ein Darlehen, Majestät? 2000 Goldstücke zu 5% Zinsen. Nein. Ich möchte eine Messe zum Andenken an euren Vater lesen. Wir müssen hier mal ein bisschen runterkommen. Also nein. Oh, das war auch nicht gut. Das ist nur ein ganz kleiner auch. Ich möchte der sagenhaften Umwandlung von Blei in Gold nachgehen. Finanziert ihr die Forschung? Ja, machen wir. Majestät, möchtet ihr von meinem Kuchen probieren? Dafür ist es zu heiß. Euer Diener. Unser Diener macht das. Der Kuchen ist sehr lecker. War schön. Letzte Nacht habe ich merkwürdige Geräusche in der Burg gehört. Es sollten mehr Wachen patrouillieren. Nein? Ja. Ah, ich weiß noch nicht. Also, das kann ich noch nicht so einschätzen, wann der hoch und runter geht. Ich probiere einfach mal und sage ja. Und es geht runter. Der Alte reagiert, regiert mindestens 20 Jahre. Es geht runter. Also, wenn wir Sachen für unsere Armee, dann schicken wir sie also weg. Sie ist nicht mehr in der Reserve und deswegen geht es runter. Ist das richtig? Invasionsheere stehen vor den Toren der Stadt. Unsere Armee ist zu schwach, um etwas zu unternehmen. Was? Achso, ja, das ist... Ihr führt die letzten Reste eures Heeres an und sterbt auf den Stufen des Throns. Bestenliste. 21 Jahre. Nicht schlecht.
gucken wir hier nochmal rein. Ne? Platz 2. Wir haben hier 4 Ziele erfüllt. Sehr schön. 66 entdeckte Karten. Und ich würde sagen, damit ist die erste Folge auch vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie euch das Spiel gefällt. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dann.